spannend sein, das zu beobachten. Aber gehen wir doch zurück nach Europa, beziehungsweise zurück zu der Postwachstumsökonomie. Jetzt haben wir die Lebensmittel gehabt, die Versorgung, wie abhängig wir sind, was wir alles lernen müssen. Ich meine, wir können das ja zum großen Teil gar nicht mehr, wenn Sie davon sprechen, dass wir also nicht nur Radieschen, sondern alles Mögliche anpflanzen können. Wer kann das denn noch, auch wenn die Möglichkeit bestehen würde? Also müsste doch eigentlich auch unser Bildungssystem mit einbezogen werden. Ja. Haben Sie da eine Vorstellung? Also zunächst mal, unser Bildungssystem ist eine einzige Katastrophe unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung. Unser Bildungssystem deformiert Menschen, macht also aus Menschen Konsummarionetten. Und das wird gefeiert als Fortschritt. Nicht? Also wir leiden unter einem Akademisierungswahn. Das ist ja auch der Titel eines Buches von Ida Rümelin. Und ich glaube, da ist wirklich was dran. Da ich Hochschullehrer bin, wage ich es, diese These zu unterstützen. Ich meine, ich kenne ja den Betrieb. Und wir müssten unser Bildungssystem, aber auch das, was ich unter Erziehungssystem verstehe, das ist eigentlich eher eine Erziehungskultur, radikal ändern. Junge Menschen müssen eben mehr beherrschen, als nur ein Touchscreen zu bedienen oder einen Rollkoffer hinter sich herzuziehen oder einen Coffee to go vor sich herzutragen. Und weil das ist ja das Resultat unseres Bildungssystems. Wir brauchen tatsächlich wieder handwerkliche, substanzielle, manuelle, sogar künstlerische Kompetenzen und Fertigkeiten, die wir vermitteln müssen, damit junge Menschen trotz eines hohen, auch abstrakten Bildungsstandes, den sie hoffentlich erreichen, eben nicht die Fähigkeit verlieren, tatsächlich physisch zu arbeiten, eine Schraube in die Wand zu drehen, ein Brot zu backen, im Garten klarzukommen, ein Fahrrad zu flicken, Dinge zu reparieren oder eine Improvisationskunst oder ein Improvisationsgeschick zu entwickeln, das es erlaubt, auch ohne Geld, ohne Staat, ohne Markt, ohne Unternehmen, ohne technischen Aufwand Probleme zu lösen. Das wäre ein Bildungsziel, das ich jetzt erstmal nur so etwas abstrakt formuliere, das wir uns vorknöpfen müssten, wenn wir es ernst meinen mit einer nachhaltigen Entwicklung, erst recht mit einer Postwachstumsökonomie. Jetzt könnte man sich ja immer noch vorstellen, dass also so ein Bildungssystem sich doch durchsetzen lassen könnte. Aber wie ist es mit der Industrie? Ich meine, was machen Sie mit der Industrie? Die können Sie ohne Konsumenten, ohne Menschen, die konsumieren, doch gar nicht aufrechterhalten. Was machen Sie mit den Arbeitern, wenn wir jetzt zum Beispiel VW nehmen? Mhm. Die haben 260.000 bis 300.000 Arbeiter. Ja, ich meine, sollen die dann alle halb arbeiten, kein Geld mehr haben? Wie stellen Sie sich das vor? Was Sie gerade gesagt haben, dass die Industrie ja so gar nicht weiter funktionieren kann, wenn wir nicht genug konsumieren, das ist ja unsere Chance. Ja. Das macht mir ja Hoffnung. Wenn wir es also wenn wir es auf diese Weise bewerkstelligen könnten, der Industrie das Wasser abzugraben und sie damit langsam, aber sicher und sozial abgefedert dann eben zurückbauen. Konsumverzicht ist das nicht. Also wer sozusagen droht, unter einer Welle des Überflusses regelrecht zu ersaufen, verzichtet ja nicht, sondern befreit sich von Überfluss und von Ballast, der quasi unser Leben verstopft. Deswegen werde ich ja nicht müde, in Vorträgen und Publikationen den Begriff der Konsumverstopfung zu verwenden, um den Ist-Zustand eben moderner Gesellschaften in Europa zu charakterisieren. Aber zurück zu Ihrer Frage. Schauen Sie, Sie haben gerade VW genannt. VW ist ja nun vorwiegend in Niedersachsen angesiedelt und ich bin so ein bisschen stolz auf VW. Nicht, weil ich in VW fahre, ich fahre ja kein Auto, aber weil es dieses sogenannte Wolfsburger Modell mal gegeben hat. Da hat dieser Konzern, da haben die Gewerkschaften stark mitgearbeitet, also denen muss man vor allem auch das Kompliment machen, die haben einfach eine ganz interessante Personalpolitik erprobt, die darin besteht, den Menschen zu sagen, die bei VW arbeiten, habt ihr nicht Lust, mehr Zeit zu haben, mehr Freizeit? Und dafür vielleicht etwas weniger Geld, arbeitet doch nur 30 oder nur 25 Stunden. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Stundenanteil das war, den man da sozusagen angeboten hat. Auf diese Weise können wir es doch schaffen, mehr Menschen in Lohn und Brot zu bringen und diejenigen vom Stress zu befreien, die tatsächlich auch ein bisschen überarbeitet sind. Und vor allem kann die Lebensqualität derjenigen steigen, die vielleicht eine andere Balance anpeilen zwischen Konsumwohlstand, also realem Einkommen auf der einen Seite und Zeitwohlstand. Davon haben nicht wenige Gebrauch gemacht und es hat dann auch Befragungen gegeben und auch die Gewerkschaften haben das dann beobachtet und es gab da auch eine Studie, aus der unter anderem hervorgeht, dass alle, die daran teilgenommen haben, gesagt haben, dass ihre Lebensqualität gestiegen ist. Und dann kam noch ein zweites Happy End, als nämlich die Lehman Brothers Krise, die ja im Spätherbst 2008 ihren Anfang nahm, auch die real
Wirtschaft erreichte in Deutschland und dann eben auch die Umsatzzahlen bei VW zurückgingen, hatte VW es viel einfacher, über Kurzarbeit dieses Problem abzufangen. Also im Prinzip niemanden nach Hause schicken zu müssen. Aber das sind ja und das ist genau der Schlüssel. Wir müssen mit Arbeitszeit anders umgehen. Nicht nur, weil das eine notwendige Voraussetzung ist, um eine Wirtschaft ohne Wachstum sozial integer zu stabilisieren, sondern weil das die Feuerlöschmaßnahme ist, die man beherrschen muss, um mit Krisen umzugehen. Auch den Griechen würde ich empfehlen, über ganz andere Arbeitszeitmodelle nachzudenken, damit wenigstens das bisschen an Arbeit, was da noch ist, so verteilt wird, dass möglichst viele Menschen etwas davon haben. Aber eben nicht auf dem 40-Stunden-Wochenniveau, sondern vermutlich langfristig eher auf dem 20-Stunden-Niveau. Aber wenn wir jetzt bei VW bleiben, ich meine, das waren kurzfristige, vorübergehende Situationen. Mhm. Was machen Sie, wenn das ein langfristiger Plan ist, so wie Sie sich das vorstellen? Ich meine, welche Rolle soll der Staat spielen? Der braucht doch Steuern. Also zunächst einmal wäre das ja mein Wunsch, dass diese Situation sich langfristig etablieren lässt. Klar, aber was macht der Staat mit den Steuern? Wissen Sie, der Staat richtet so viel Unheil an, der kauft so viel unnütze Dinge, baut Autobahnen und investiert in Rüstung und so weiter. Das ist, und vor allem in Subventionen, die so schädlich sind, dass einem manchmal da wirklich die Worte fehlen, dass das gar nicht so schlimm wäre, wenn der Staat weniger Geld hätte. Er muss nur das Geld, was er dann hat, an der richtigen Stelle investieren. Das ist das Soziale, das ist die Gesundheit, das ist die Bildung und hinzu kommen natürlich weitere öffentliche Aufgaben, die dem Staat niemand abnehmen kann, die man auch niemals privatisieren kann, außer Gefahr zu laufen, in eine neoliberale Sackgasse zu gelangen. Also wissen Sie, wenn der Staat tatsächlich all jene Subventionen streichen würde, im Verkehr, in der Energie, in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Baubereich beispielsweise, die doch nur dazu dienen, eine Wachstumsdynamik zu entfachen, die wir A nicht mehr brauchen und die ökologisch nicht verantwortbar ist, dann würde er mit viel weniger Steuern auskommen. Und dann wäre es kein Problem, wenn die in Geld gemessene Wertschöpfung, das wäre ja das Bruttoinlandsprodukt, wenn diese Wertschöpfung tatsächlich auch langsam reduziert wird. Und wenn wir dann tatsächlich die Arbeitszeit gerechter verteilen, sodass wir auf einem geringeren Niveau an Wochenarbeitszeit Vollbeschäftigung haben, dann würde der Staat sogar, was den Sozialhaushalt anbelangt, langsam aber sicher entlastet werden können. Aber erst, wie gesagt, muss diese gerechte Umverteilung der Arbeitszeit erfolgen, damit nicht Menschen abstürzen oder sich plötzlich in einer völlig prekären Situation wiederfinden. Und wenn dann noch Folgendes dazu kommt, und das wäre ja die Chance, die wir dann hätten, wenn die Industrie zurückgebaut würde und damit die Menschen mehr Zeit haben. Wenn dann das Bildungssystem verändert wird, wenn dann die Menschen die freie Zeit nutzen, um zum Beispiel das gerade schon bezeichnete Urban Gardening oder Reparaturkulturen, Repair-Cafés oder Gemeinschaftsnutzungskonzepte umzusetzen, dann wird der Einkommensverlust, vor dem man zunächst Angst hat, der wird dann sozusagen abgefangen dadurch, dass man vieles von dem, was man sich vormals kaufen musste, jetzt sozusagen selber kreiert. Und dann haben wir so etwas wie ein duales Versorgungssystem. Zur einen Hälfte sind wir gut gebildet und arbeiten vielleicht durchschnittlich noch, das ist wirklich nur ein Durchschnittswert und kein Rasenmäherprinzip, 20 Stunden gegen Geld in einer immer noch vorhandenen, modernen, arbeitsteiligen Wirtschaft. Und die andere Hälfte, deswegen Dualität, ist völlig entkommerzialisiert. Da brauchen wir kein Geld, keine Märkte, sondern da brauchen wir Netzwerke. Menschen, die sich gegenseitig helfen und die auch Leistungen tauschen, sich also immer noch ein kleines bisschen spezialisieren. Leistungen tauschen, die man nicht auf Märkten bekommt. Und das ist stabil, weil nämlich das, was man nicht sozusagen auf Märkten verkauft oder beziehen muss, das bleibt auch bestehen, wenn eine Krise ausbricht. Das ist also nicht nur etwas, was mit Ökologie zu tun hat, sondern mit sozialer und ökonomischer Stabilisierung. Kennen Sie ein